vor Ort einmal ganz genau hinschauen, das wollte jetzt der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Peter Bläser, in Havangen. Eingeladen hatte ihn der Landtagsabgeordnete Josef Miller. Bei seinem Besuch in der Genossenschaftsmolkerei Allgäu Milch Käse sollte der gelernte Landwirt die Herausforderungen und regionalen Besonderheiten kennenlernen. Das ist wieder ein Beispiel dafür gewesen, dass wir in Deutschland unterschiedliche Strukturen haben. Wir haben im Norden andere wie im Osten und auch im Süden. Und wir versuchen in Berlin eine Politik zu machen, die alle diese Strukturen mit einfasst und jedem eine Chance zu geben. Und hier bei Allgäumilch habe ich ein exzellentes Beispiel gesehen, wie man regional eine besondere Spezialität und Qualität erzeugt und damit gute Marktchancen hat, jedenfalls so gute, dass die Bauern höhere Milchauszahlungspreise haben als im Norden unseres Landes. Spezialisierung sei, so Bläser, der beste Weg, um auch in Zukunft auf dem Markt zu bestehen. Doch dem Rheinland-Pfälzer lag noch ein weiteres Thema am Herzen. Die aktuelle Diskussion um eine tierfreundliche Haltung. Das schmerzt mich eigentlich auch persönlich, dass es Gruppen in dieser Gesellschaft gibt, die insbesondere auch bei den Grünen verortet sind, die den Landwirten absprechen, dass sie nicht ausreichend genug für den Tierschutz tun. Dabei sind es die Landwirte, die tagtäglich an Sonn- und Feiertagen, abends und wenn es sein muss, auch nachts für ihre Tiere bereitstehen, sich um sie kümmern und am Wohl des Tieres interessiert sind. Bayern sei da mit seinen modernen, hellen Anlagen ein gutes Beispiel, so Bläser weiter. Worte, die dem ehemaligen bayerischen Landwirtschaftsminister gut gefallen dürften. Da tun wir eine ganze Menge. Der jetzige Minister hatte wieder erhöht, was ich damals schon eingeführt habe, nämlich eine besondere Förderung für besonders tierfreundliche Haltung. Die Kühe sind noch nie so tierfreundlich gehalten worden wie heute. Früher waren sie angebunden und heute können sie immer mehr rumlaufen. Und ich glaube, das kommt den Tieren zugute und das kommt auch beim Melken den Menschen zugute, weil die Arbeit leichter wird und pro Kuh weniger. Nach seinem Besuch in der Molkerei sagte Bläser dem Allgäu aber noch nicht Ade. Er zog weiter nach Günz, um über die Herausforderungen der Agrarpolitik zu diskutieren.